Das 19. Jahrhundert ist voller Geschichten, von denen sich einige immer noch auf unsere Gegenwart auswirken. Andere sind fast vergessen. In unserer Videoreihe Bismarck und seine Zeit möchten wir einige dieser Geschichten erzählen. Dazu haben wir aus unseren Ausstellungen einige Objekte herausgesucht. Ich bin ein Junker und will auch Vorteile davon haben. So soll es Otto von Bismarck 1849 im Preußischen Landtag ganz unumwunden zu einem Abgeordnetenkollegen gesagt haben. Damit spielte er früh und selbstbewusst mit einem Klischee, das ihm später anhaftete, das des Landedelmanns. Bismarck selbst, seine Freunde und Verwandten lebten in Herrenhäusern und Schlössern oder in vornehmen Stadtwohnungen. Gleichzeitig wuchsen die Stadtviertel der Arbeiter. Sie marschierten morgens zu Zehntausenden durch die Fabriktore und kehrten nach 10 oder 12 Stunden Arbeit erschöpft in ihr Zuhause zurück. Bismarck kannte sie vor allem aus der Ferne. Dennoch kamen ihm die Klagen über ihre Lebens- und Arbeitsumstände zu Ohren. Mit dieser großformatigen Reproduktion des Gemäldes von Adolf Menzel wird auch in unserer Dauerausstellung die Industrialisierung in den Blick gerückt. Sie war der große Motor der gesellschaftlichen Veränderungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie bewirkte einen Wandel der Lebensverhältnisse, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hatte. Die Mobilität wuchs. Mancher wanderte nicht nur in die industriellen Zentren Schlesiens, Sachsens und des Ruhrgebiets, sondern bestieg gleich in Hamburg oder Bremen ein Auswandererschiff. Die Fabrikarbeiter, die blieben, begannen sich zu organisieren. Die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie gewannen an Bedeutung. Bismarck reagierte auf die berechtigten Forderungen dieser wachsenden Gesellschaftsschicht mit der Sozialgesetzgebung. Sie umfasste eine Altersrente, eine Krankenversicherung und eine Invaliditätsversicherung. Das war modern. Moderner als in den Industriestaaten Großbritannien und USA. Die Absicht blieb aber nicht verborgen. Die Arbeiterschaft sollte nicht nur vor Elend bewahrt, sie sollte auch politisch eingehegt werden. Das Kalkül ging jedoch nicht auf, weil den Arbeitern eine wirksame politische Teilhabe verwehrt blieb. Ihre Vertreter konnten zwar die Anliegen im Reichstag vortragen, die Regierung sie aber ignorieren. In den Länderparlamenten war die Situation für sie noch schwieriger. Die Aufteilung der Wahlkreise und das Dreiklassenwahlrecht waren zu Ungunsten der Sozialdemokratie gestaltet. So blieben die Forderungen nach politischer Partizipation stecken. Mit der Konsequenz, dass ein Teil der Arbeiterschaft an revolutionären Ideen festhielt. Die Folgen waren dramatisch. Am Ende des Ersten Weltkriegs stürzte die Monarchie.